Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von X-Rebirth. Tja, ihr fragt euch jetzt, wo ist er denn jetzt gelandet? Kleine Erklärung. Ich habe quasi die letzte Mission schon abgeschlossen. Ich Idiot hatte natürlich vergessen, einen Kapitän und einen Techniker für mein Schiffchen mitzunehmen. Und erst dann kann man den natürlich in eine Staffel stecken. Aber ich bin jetzt einfach mal ein bisschen rumgeflogen, habe mir gerade noch einen neuen Kapitän und so geholt und guckt mal, auf was ich da gestoßen bin. Auf einen Xenon-Zerstörer. Und ich würde sagen, den holen wir uns jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob wir den kapern können. Ich glaube es nicht. Den können wir, glaube ich, nur zerstören. Aber ich habe mir auch mal ein paar Hydra-Raketen gekauft. Die kenne ich persönlich noch nicht. Und ich würde sagen, die probieren wir gleich mal aus. Mal gucken, was die so machen. Die sind nicht so schnell. Aber ich bleibe hier mal auf sicherer Entfernung stehen und schicke gleich einfach nochmal die zweite Ladung los. Mal gucken, was da passiert. Nicht so wirklich viel, aber will der jetzt verschwinden, die Sau? Kann er mal schön haken. Mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was ihr so könnt, aber ich kann auch was. Moment, ich glaube, der versucht abzuhauen. Ich schieße dir dein fucking Schild unterm Arsch weg. Ja, jetzt habe ich zwar keine Raketen mehr, aber du auch schon mal einen von deinen Primärantrieben nicht mehr. So, an dem sieht man irgendwie kaum was. Muss mal gucken, vor allem mit was schießt der denn da? Ich sollte mir mal echt ein paar andere Antriebe kaufen. Ach nee, ja, beziehungsweise ich habe mir schon neue Antriebe gekauft. Die sind auch ganz nett soweit. Nur Moment, ich muss mir mal kurz. Wie gesagt, ganz nett soweit. Das Problem ist nur ein bisschen, meine Driftgeschwindigkeit ist langsamer geworden. Alter, mit was für Dingern schießt der da? Mit so einem komischen Ignatia-Hammer. Ich glaube, ich versuche es jetzt mal bei dem so ein bisschen so eine Hit-and-Run-Taktik. Verdammt. Ich kann dem seine blöden Geschütztürme gar nicht richtig erfassen. Alter! Jetzt ist aber auch mal gut. Supercharger-Antrieb Mark 3 repariert. Ich habe ja Gott sei Dank meinen guten Mann dabei, der mir alles repariert. Alter Falter. Und ich bleib mal schön in der Vorwärtsbewegung, da bin ich schneller mit. Oh, ich hatte so viele Raketen, die habe ich jetzt natürlich alle verbraten. Oh, ich versuche mal näher an den Rand zu kommen. Was haben wir denn hier? Kraftfeldprojektor. Versuche ich mal, den mit einer Rakete auszuschalten. Noch einen. Dass ich mal die Heckschilde und die Hecktür mit down krieg. Alter, Alter. Der hat ganz schön Bums. Nein. Den Heckkraftfeldprojektor. Wo ist er? Recke. Verdammte Scheiße. Geh drauf. Ich schalte mal kurz auf andere Waffen um. Auch wenn der nicht so viel Schaden macht, der Partikelbeschleuniger. Ich treffe damit wenigstens. So. Alter Falter, was ein Ding. Erstmal kurz das Schild wieder aufladen lassen. Dann gucke ich mal. Da.
Mist, ich kann den Projektor nicht erfassen. Schilde kritisch. Das gibt's doch gar nicht. Warum kann ich das Schwein denn nicht erfassen? Was bist du denn? Oh, ein Geschützturm. Der sich gerade richtig schön in meine Richtung dreht. Aber ich verstecke mich jetzt einfach mal ein bisschen hinter dem. Komm schon, triff. Gibt's doch gar nicht. Oh. Oh. Leute, ich glaube, das wird mir zu bunt. Ich verzieh mich. Bin sowieso schon angeschlagen. Alter, Falter, was? Ein Teil. Moment. Moment. Wir haben doch einen Haufen Drohnen dabei. Was haben wir denn? Hier so eine. Überfalldrohne. Haben wir noch? Komm. Die hauen wir mal alle raus. Mal gucken, ob die wenigstens was reißen können. Die haben ja, glaube ich, relativ große Waffen dabei. Aber so ein Schiff habe ich... Das ist jetzt tatsächlich auch das allererste Mal, wo ich so ein Teil sehe. Oh! Alter Falter. Die machen gut Schaden, aber... treffen halt auch leider... werden halt auch sau einfach getroffen. Mal den Kraftfeldgenerator auszuschalten und direkt dann Kacktürme. So. Geht doch. Jetzt ist wenigstens die Seite mehr oder weniger ungeschützt. So, dann glaube ich noch zwei von denen hier raus. Oder noch mehr. Ach, scheiß drauf. Alles, was wir haben. So ein Kraftfeldgenerator. Treffe ich ihn? Ah, jetzt müsste ich treffen. Komm schon, geh drauf. Das gibt's doch gar nicht. Lang genug gedauert. Die Türme noch weg. So, mein Freund. Das ist aber zappendüster für dich. Kann ich die Schüssel jetzt langsam eigentlich entern? Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen kann, aber... Hat er hier oben noch so einen Projektor? Hier hat er auf jeden Fall noch einen Haufen Türme vorne sitzen. Ach komm, die kleinen Dinger. Da ist er, der Projektor. Ich verschanze mich mal hinter den seinen Antennen. Oder auch nicht. Schon. Triff. Das gibt's doch nicht. Schilde kritisch. Versuche ich es nochmal mit Solarjägern, das Ding zu treffen. Komm schon. Endlich.
Nicht ranfliegen. Mein Gott. Warum schieße ich denn so weit runter? Das gibt's doch gar nicht. So. Also mir geht langsam mein Zielsystem hier ganz schön auf die Nüsse, muss ich sagen. Lass mich doch einfach manuell zielen, Herrgott. Boah. Jetzt versuche ich mal. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Keine Ahnung, was es bringt, weil man kann nicht andocken und man muss ja eigentlich, um ein Schiff gescheit entern zu können, andocken können. So. Wo ist denn das? Ist das hier irgendwie innen verbaut? Ach, tatsächlich. Ein Stück. Jetzt lass uns den Antrieb zerstören. Der ist ja auch hinüber. Hä? Durch ihren Mangel an Voraussicht können sie die Stelle selbst auswählen. Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass sie dort in einem Stück ankommen. Und los geht's. So. Die erste ist angekommen. Auch kaputt. Eigentlich sollten hier keine Waffensysteme mehr sein. Jetzt würde mich wundern. Mal gucken, wie viele von unseren Männern zurückkommen. Das war der letzte von ihnen. Soll ich jetzt kaputt machen? Vielleicht können wir helfen. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort. Schieß einfach auf sie. So. Boah, wo ist der denn eingebaut, ey? Die sind tatsächlich echt so gebaut, dass man sie möglichst schlecht erobern kann, den Ritz. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Dort. Schieß einfach auf sie. Wo ist der verbaut? Alter. Muss ja echt suchen bei dem Teil. Aber für was haben wir denn nicht unsere schöne Partikelkanone? Versuch abzuhauen! Lass sie nicht entkommen! Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort. Bus. Hier gibt's noch einen Turm. Wo? Bitte. Und Scherz. Die habe ich doch vorhin kaputt gemacht. Los, hoch mit euch! So. Jetzt müsste es aber eigentlich. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort. Durch sein? Ne, immer noch nicht. Los, hoch mit euch! Ich würde gerne mal wissen, wie viele von meinen Männern noch am Leben sind. Können wir einige Wächter weglocken? Schieß einfach auf sie. Weil die Schüssel jetzt so groß ist, dauert es extra lang, das Teil zu erobern, oder was? Ziel unter Kontrolle. Sehr gut. Das war ein ganzes Stück Arbeit gewesen. Gut gemacht. Andocken kann ich aber trotzdem nicht. Während wir einen Ersatz holen. Sehe ich das richtig? Scheiße. Unser guter Mann scheint jetzt... Shit, den haben wir jetzt quasi verblasen. Uncool, richtig, richtig uncool. Nein, nein. Ah, scheiße. Captain Techniker, warte mal, du könntest ja, mal kurz... worum geht's? Kannst du uns was reparieren? Ne, es geht, glaube ich, nur an Stationen, habe ich recht. Wahrscheinlich, naja, gut. Ach, verdammt. Ärgere mich jetzt gerade, dass ich so unvorsichtig mit unserem Marineoffizier umgegangen bin. Versuche den jetzt noch schnell da irgendwie rauszukriegen, aber...
Ich habe so das Gefühl, das wird nichts. K. Sehr schön. Wie kriege ich den da wieder raus? Wahrscheinlich gar nicht. Weil es keine Dockingstation hatte. Verdammt. Naja. Was mache ich denn jetzt damit? Gebrauchen kann ich es ja eigentlich nicht mehr. Mal Schiffscan-Modus vielleicht. Naja. Dann würde ich sagen, da haben wir uns ordentlich verzockt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschö.